Ich finde, dass die Debatte zur GOE auf diesem Deutschen Ärztetag endlich mal den ausreichenden Raum bekommen hat, den sie offensichtlich auch bedurfte. Wir haben die Argumente sehr ausführlich miteinander ausgetauscht, haben die unterschiedlichen Aspekte beleuchten können, Sorgen, Nöte und auch ja, Vorstellungen der Gegner der bisherigen Entwicklungen sind sicher ausreichend angehört worden. Insofern bin ich eigentlich froh, dass wir diese Debatte jetzt tatsächlich in dieser Intensität geführt haben. Ich finde, dass die Entscheidungen des Deutschen Ärztetages zum Thema GOE sehr vernünftig ausgefallen sind, weil wir jetzt Leitplanken erhalten haben durch die Entscheidungen im weiteren Verhandlungsprozess. Und zwar sowohl was die Änderung der Bundesärzteordnung angeht, wie aber auch den Paragraphenteil. So sind, dass wir da jetzt wissen, wohin will der Deutsche Ärztetag und was können wir eingehen an Kompromissen und wo sind auch Grenzen. Also insofern sind die Verhandlungsführer, die Lenkungskommission der GOE und auch der Ausschuss GOE besser positioniert. Und da ist der Dialog jetzt mit dem Ärztetag, glaube ich, sehr fruchtbar gewesen. Die nächsten Verhandlungsschritte sind die, dass wir erstmal den internen Prozess weiter voranbringen. Das bedeutet also die Legendierung, die Qualitätssicherung der Legendierung mit den Berufsverbänden und Fachverbänden weiter vorantreiben. Das ist in die nächsten Monate. Und dass wir im Hintergrund jetzt natürlich auch die Verhandlungen aufnehmen in Bezug auf die Möglichkeiten, die GOE neu oder die GOE alt in die GOE neu zu übertragen, die so eine Transkodierung der Leistungen vorzunehmen, weil das ein ganz wesentlicher Aspekt ist in Bezug auf die Bewertungen und das, was später an Folgenabschätzungen in Bezug auf das erzielbare Honorar überhaupt durchführbar ist. Und dazu brauchen wir dann am Schluss natürlich auch Daten, Abrechnungsdaten, beispielhaft zumindest. Und da müssen wir jetzt mit dem PKV-Verband oder vielleicht auch anderen Stellen in die Verhandlungen eintreten, dass wir diese erhalten. Da ist auch das BMG aus meiner Sicht gefragt, uns den Rücken zu stärken, dass wir auf Augenhöhe mit dem Verhandlungspartner an der Stelle reden können.